Ja, willkommen zurück, YouTube, mit Schweden-Let's Play, Christina. Läuft sehr gut. Wir haben ordentlich Kulturvorsprung. Bereiten uns gerade darauf vor, Richtung Ende zu gehen. Ich hoffe, das hat auch halt also funktioniert alles. Bleibt abzuwarten natürlich immer. Können wir eigentlich irgendwo die Golden Gate Bridge bauen? Nee, ne? Aber hier hätte. Wäre es gegangen? Nee, wäre es nicht. Hier auch nicht. Hier wäre es. Nee, wäre es auch nicht. Keine Ahnung, ob es irgendwo hier gegangen wäre. Funktioniert hätte. Ja, mach mal. Das Museum, das können wir immer gebrauchen. Was ist nochmal die Alternative dazu? Ach ja, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Nee, okay. Den Hügel bitte bepflanzen. Oder eher entpflanzen. Oh ja, er hat schon seinen Raumhafen gebaut. Oh, er ist auch schon beim zweiten Teil dabei. Hei, hei, hei. Okay. Dann müssen wir ihn da ein bisschen stören. Das hätte ich nicht gedacht. Er ist da auch echt extrem drin. Sehr krass. Shopping Mall bitte. Ist mir nur abgeholzt. Ja, dann leg mal ruhig eine Farm dahin. Gehst du da oben hin? Ja, genau. Du brauchst hier, dass die ganzen Ressourcen bauen. Jetzt mehr denn je, wenn er wirklich schon so im Wissenschaftssieg hängt. Dann sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier so viel Tourismus wie möglich pushen. Dringend. Lass mal gucken. Eins, zwei. Ja, ist richtig. Das können wir hier hinsetzen. Wollte ich hier unten auch noch ein Seebad irgendwo hinsetzen? Ich glaube hier. Oder hier. Ja, das ist leider nicht möglich, da mehr zu bauen. Gehst du dahin? Was kannst du uns Gutes tun? Ja, ein Forschungslabor ist nie verkehrt. Ja, endlich mal den Zucker anbauen. Hoffen wir mal, das klappt. Okay, die überleben auf jeden Fall. Gibt aber, glaube ich, keinen Level. Das war nicht gut genug. Ne. Aber können wir weitermachen hier. Ich will auch eigentlich nochmal eine produzieren. Hoffen, dass sie wieder gute Beförderung kriegt. Können wir jetzt gleich auch die Ölplattform, Bohrplattform ansetzen? Zwar wäre das hier. Darüber, du setzt jetzt hier die Richter an, du haust da das Ding hin. Du, was hast du? Und Theater ist okay. Der Rest ist völlig nutzlos. Ja, dann Theaterdistrikte. Machen wir einen da. Gehen wir mal dahin. Sehr schön, ein Level hoch, das ist wichtig. Extrem wichtig. Was brauchen wir jetzt? Ja, das können wir einfach haben, damit wir dann den Vorteil kriegen. Das hier brauchen wir. Können wir noch gewonnen? Ja klar, wir müssen natürlich wissen, wo Uran ist. Machen wir das noch. Danach gucken wir weiter. Shopping Mall bitte. Du hast auch mal einen. Wir brauchen nicht unbedingt noch eine Shopping Mall. Wir brauchen überall Shopping Malls. Ja, da muss der Hügel ja so dran glauben. Brauchst du doch gar nicht hinzugehen. Mal hier das weg. Sehr schön, aber nächste thematisierte. Ist gut. Hier noch ein Hügelchen hin. Hier eine Farm. Fünf Runden noch bis zum Eiffelturm. Dann haben wir eigentlich alle Wunder, außer eben Amundsen, dass wir da nicht kriegen können. Hier ist irgendwo ein Barbarencamp gespawnt. Hier unten wahrscheinlich. Nee. Wo denn das? Spannend.
Waren wir gerade? Da müssen wir dann noch bauen. Du hast ein Level und. Nein, leider. Das ist gut, also ist okay. Aber wichtiger wäre mir das mit dem Geld gewesen. Hier. Totale 6 Runden, ernsthaft? Eieiei. Kann euch denn ernst sein? Wir gehen hier zum Leuchtturm. 3 Runden, dann machen wir das erstmal. Fabrik einer und Universitäten mehr Wissenschaft, ja unbedingt, danke. Du wächst immer fleißig weiter. Kohle fällt jetzt, da müssen wir aufpassen. Du brauchst noch einen Housing District, machen wir hier hin. Abhacken bitte. Eine Farm, wunderschön. Du gehst dahin. Du hast da was vor. Ist noch ein Resort dahin. Da kommt auch noch ein Ski-Resort hin. Und hier jetzt würde ich tatsächlich mal die Bergfelder noch kaufen wollen. Ja. Kann man nämlich da auch noch welche hinsetzen. So, drei. Wir bräuchten noch 2 Solarfarmen, aber ich glaube, Solarfarmen sind wir noch weit weg, ne? Erst hier hinten, ja. Wenn wir das Hach durchforschen müssen, ist aber auch nicht schlimm. Schießpreis müssten wir eigentlich gewinnen. Ich weiß nicht, wie die mehr kriegen soll als wir. Keine Ahnung. Das verstehe ich wirklich nicht, aber okay. Solange es nicht Brasilien ist, ist mir das eigentlich egal. Du hast ein Level hoch, das ist auch gut. Kürzere Zeit ist keine schlechte Sache. Können wir hier einmal ein Resort hinbauen? Ich glaube, ich aber erst in der nächsten Zeitalter mal. Okay, das dauert ja wieder jetzt viel zu lange. Ja, da können wir leider keins mehr hinsetzen. Hey, unten müssen wir noch mal machen. Das können wir danach noch einsetzen. Mine meine ich. Du bist das mit dem Theaterdistrikt, ne? Ah, Mist. Ja, Wunder ist irgendwie gefühlt, also gefühlt, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber gefühlt leichter. Ach, mal auf Machu Picchu kann man gar nicht spielen, das ist ja traurig. Zack, wunderbar. Die Musket Man hätten wir eigentlich auch noch kriegen können. Naja. Auch egal, auch egal. Oh ja, Brasilien erobert weiterhin Niederlande, das heißt, sie werden immer stärker und stärker und stärker. Nicht gut. Shopping Mall. Shopping Mall. Du hast schon ein Shopping Mall oder hast du noch keinen Distrikt? Gucken wir mal. Ah ja, okay. Bitte die Börse. Holt sie erstmal Source, dann werden wir wahrscheinlich tatsächlich Rocketry unterbrechen müssen. Weil der Typ hier schon so weit ist. Könnt man hier. Das ist echt so hässlich wegen den paar Minen. Ja gut, aber gut, wegen auch wegen der Plattform hier. Das ist auch zu hässlich. Ja, dann ist der einzige Seebad wäre dann noch hier gewesen, aber das ist ja auch schon weg. Werde ich jetzt auch keine Flugbarriere bauen. Das ist traurig. Hätte man die Kuh brauchen können. Kannst du dann machen. Nicht viel. Ja, brauchen wir auch nicht hin. War nicht hier auch immer mal Potenzial? Das ist aber irgendwie alles so niedrig geworden. Hier ist ja richtig schlicht. Warum sieht das so hässlich aus? Sehe ich nicht. Na, okay. Lass mich mal überlegen. Ja, das haben wir alles ausgebaut. Hier oben ist noch einmal ein Potenzial für ein Wieso, das kannst du danach dann nochmal Handwerker bauen. Ja, dann baut er erstmal Sägewerk, ist mir auch egal. Es steht da irgendwas drauf, toll. Hoffentlich verliert er das wirklich. Sehr schön, Eiffelturm.
I shall return again to the light of the sun to prepare a home for thy descendants. Das würde nur 2 Runden dauern. Das ist Sunderzeit, da kann ich ja gar nichts bauen. Das bringt gar nichts. Ja, dann. So wäre nicht schlecht. Aber ein Forschungslabor ist noch besser. Wir müssen eigentlich bis zum nächsten Zeitalter warten, aber das dauert mir zu lang. Die Felder natürlich ein bisschen besser geworden. Wenn wir hier vielleicht einen Wald hinsetzen könnten, oder das machen. Ich weiß nicht, ob man auf Floodplains Wälder setzen kann, das ist die Sache. Börse und genau hier nochmal. Hier unten, also 1, 2, 3 werden hier nochmal drauf passen. Mord auf jeden Fall. Du hast auch einen Nachbarschaftsbezirk. Den setzen wir aber nicht da, sondern auf das Kamel hier. Machen wir mal einen Wasserpark, da kriegen wir ein bisschen was davon. Was brauchen wir noch? Ja, da kriegen wir noch mehr Produktion hier. Kann ja nicht schaden. Du spielst hier. Sehr schön. Hoffen wir, dass er danach mal frei wird, sonst gehen wir hier rüber einfach. Hier auf Kill war. Gut, gut, gut. Wir steigen. Kriegen noch durch soziale Medien, habe ich noch vergessen. Sollte ich zuerst erforschen. Das sollte ich tatsächlich zuerst erforschen, weil da kriegen wir nochmal Kultur. Tourismus. Uranium. Wir haben einmal Uran. Okay, dann kannst du das direkt wieder abhacken. Toll. Ja, ich meine, hier die geothermalen Fissuren nutzen wäre nicht schlecht. Mal gucken, was haben wir denn jetzt noch? Haben wir irgendein neues Potenzial? Das hier können wir noch abbauen, das machen wir auch. Ist ja ärgerlich, dass wir dann schnell wegnehmen müssen, aber ist trotzdem wesentlich besser. Mark Twain, okay, dann nehmen wir hier mal das Ding rüber. Da hat man doch irgendwo eins offen. Genau hier, zack. Wunderbar. Noch mehr Öl, das ist gut. Oh, minus 17. Noch irgendwo Öl. Warte, ne? Hat man ja noch irgendwo Öl. Mal gucken, ob wir noch die Kulturbombe hatten. Das war vorletztes Mal, glaube ich. Nee, kein Öl mehr, das ist traurig. Müssen wir jetzt, aber Uran haben wir auch noch einmal. Aber wir haben den. Ne, Peace-Preis, das bringt uns leider nichts. Wir bräuchten den Physikpreis. Naja, Physikpreis ist der beste. Allerbeste. Sehr schön, noch ein Level hoch. Und jetzt wird die Band halt immer stärker. Das heißt, sie kann jetzt auch kaum beseitigt werden. Das ist super. Dann können wir hoffentlich jetzt auch eine gescheite Beförderung kriegen, wo wir halt Geld kriegen. Die nämlich noch kriegen, dann können wir damit richtig gut abgehen. Das ist gar nicht verkehrt. Nächsten Musiker. Wir haben schon wieder Housing-Probleme. Blöd. Das ist nicht so gut. Dann setzen wir das hier hinten auf diesen Wald. Und noch den Schriftsteller. Den können wir jetzt gar nicht benutzen. Geh mal rüber. Jetzt können wir benutzen. Jetzt setzt aber direkt mal wieder ab. Was für ein Level kommt schon? Ah, ne. Das ist alles blöd. Das ist blöd, das war das letzte Level. Das wird zwar irgendwann gezeigt, dass man noch ein Level kriegen könnte, das stimmt aber nicht. Also irgendwie gibt es nur die 2-3 Beförderungen. Leider. Achso, ne, das wollen wir jetzt gar nicht, können wir abholzen, ne? Ja. Bei dir aus, okay, du hast auch alles soweit durch. Region. Du kannst jetzt noch ein Distrikt bauen.
glaube, da kann man nicht auch ein bisschen Kultur, Tourismus herkriegen. Aus denen, wenn man da die Flugplätze baut. Madem ki milletin hep ahenktar. Ja, ich weiß. Alles super bei uns. Das ist nicht gut. Wieso genau hast du solche Probleme? Arbeite doch einfach nochmal weiter. Der Öl geht aber jetzt wenigstens wieder hoch. Wir haben noch keine Kohle. Achso, dann geht ja nur dahin. Dann dahin noch und da haben wir auch noch die Möglichkeit. Und dann soweit durch. Und noch eine Mine hinbauen, da. Können wir vielleicht im Sydney. So, haben wir da bestimmt irgendwas. Wo ist es? Broadway haben wir auch noch. Sydney habe ich schon, okay. Broadway. Dann bitte auch noch. Ups. Ist halt immer hakelig. So. Auch noch thematisiert, wunderbar. Sehr schön. Dann geht jetzt die ganzen Wunder hier ab. Ah, da ist ja noch eins, bevor ich das noch vergesse. Nochmal versuchen, Wert zu kriegen. Wir haben halt noch nicht sehr viel Glauben, deswegen ist es eigentlich immer riskant, wenn wir dann was verlieren. Das ist immer ärgerlich. Ich muss danach mal ein Handwerk, damit wir die Sache wieder reparieren können. Da hat uns jemand Pingala gekillt. Sehr nett. Komm schon. Na, Entertainment ist auch okay. Indie machen wir jetzt natürlich nicht. Wir sind Künstler. Panama-Kanal. Immer wieder lustig, dass wir den hier bauen können. Börse. Oh, du hast ja noch nichts von den Dingern. Machen wir das, kaufen wir das erstmal. Dann bringt das dann nichts. Ja, ich will nicht das neue setzen, glaube ich. Ich meine, das wäre natürlich schlecht, aber. Ja gut, wir können hier hinten irgendwann mal die Minen bauen. Ich dachte, das Ölding bringt auch was dafür, aber scheinbar nicht. Wo haben wir denn noch einmal ein komplett leeres? Das ist in Norrköping. Ja, bitteschön. Ich möchte hier noch dann Minen bauen. Kannst du uns danach nochmal vielleicht was Gutes tun? Das ist auch noch kein Industriebezirk. Okay, dann bau du uns nochmal einen Handwerker danach. Ich mal zwei. Ja, es hat Level hoch, steht er zwar, aber soweit ich weiß, gibt das keine wirkliche Beförderung mehr. Er wird einfach nur besser, das Ding. Aha. Kriegen wir noch mal ein bisschen Kultur oder Tourismus eher. Wir haben auch keine Weltwunder mehr, die wir brauchen. Was noch einen, ne? Ach, der hier geht ja gar nicht. Oh, ja dann. Dann wartet jetzt auch. Damit. Brauchen wir jetzt noch. Ich glaube, der Flughafen gab noch Tourismus, oder? Nee, ich dachte echt, da gab es Tourismus. Da habe ich mich wohl vertan. Das ist natürlich blöd. Oh, der hat noch keinen Shopping Mall, ja dann. Hauptstadt ohne Shopping Mall geht ja wohl gar nicht. Börse. Auch eine Shopping Mall. Ja, du bist jetzt wieder lahmgelegt. Ich könnte noch so einen Park bauen. Ich glaube, der gibt auch Tourismus? Ne, gibt's nicht, ne? Nehmen wir einfach mal das hier.
mal schon einhocken. Mal Richtung Belem. Ja, Rocketry, wie sieht's denn aus bei ihm? Wie weit ist er denn da jetzt? Okay, er hat auch nicht mal Nanotechnologie, alles gut. Mal weiter Geld sammeln. Das ist die neue, das ist der mit dem Entertainment, ne? Genau. Dann gehst du hier hin. Gehen wir erstmal die Runde von vom Indoor aus. So, andere Band. Steht, oder? Sehr schön. 8500 Tourismus. Dann direkt auf Stonehenge bitte. Indoor hat echt gute Weltwunder gepumpt, ne? Gut, das hat nämlich dann den anderen die weggeklaut. Tamar ist vor allen Dingen auch sehr gut, ne? Ist ja auch die Einzige, die hier noch ein bisschen gegenhält bei der Kultur. So, du gehst hier unten mal die Touren ansetzen. Hier, das muss repariert werden, wegen Vulkanausbruch, glaube ich. Gar nicht gemerkt. Aber du meinst, Industriebezirk von mir sind ein, so ist mir auch egal. Zack, Nummer 2. Der Entertainment-Typ, ne? Das muss ich schon überlegen, ja. Na toll. Das ist bitter. Wir bräuchten die tatsächlich. Aber gut, wir haben eine jetzt, die richtig viel produziert. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ach, geh mir doch nicht auf die Nerven. Warum das immer so ruckelt, bevor der mich anquatscht, der Typ, ey. 4 Runden, sagt er uns angeblich. Haha, das wäre schön. Aber keine Tatsache, würde ich sagen. Guck mich gerade mal um. Ash und hier waren wir ja noch dabei, was zu vernichten. Das als Tundra ist mir egal, wo ich keine Barriere für. Das ist tatsächlich auch nicht schön genug. Oh, das ist ja gar nicht mein Bauarbeiter. Achso, das reicht gar nicht mit dem hier. Dann geh du mal da unten, toll. Brauch ein paar heiligen Distrikte. Ja, Power brauchen wir jetzt viel zu viel. Aber können wir hier nochmal Kohle bauen? Oder? Uran wäre halt gut. Aber da haben wir ja auch nicht so viel. Ich meine, 3 sind nicht wirklich enorme Vorteile. Ja, nehmen wir mal Kohlekraftwerk. Und noch ein thematisiertes Kunstmuseum. Unser Wunderrocker. Und die anderen sind ja alle tot. Ich meine, ich. Wegen Kultur, oder wie war das? Kreativer Differenzen, genau. Muss die Pinguine wieder anbauen. Nee, danke. Wir sind tatsächlich nicht Erster von der Punktzahl her, ne? Er hier da so krass ist. Also, wenn ich auch nicht schlecht, kriegen wir aber nicht gebacken. Ah, komm, das ist okay. Gib das mal da drauf. Sieht's aus, Gandhi. Wir sind doch noch Bruder, oder? Nee, jetzt geht's los, weil wir so nah vom Sieg sind. Das ist nicht gut. Jetzt bei allen Versuchen wird wieder nicht funktionieren. Dann müssen wir jetzt militärisch aufrüsten. Und zwar. Könntest du uns kein Encampment bauen? Hätten wir auch mal machen sollen, irgendwann Encampment. Das kostet Öl. Ne, brauchst du lieber nur so eine Armee an AT, das kostet nichts. Da
Da hat uns wieder jemand über. Ne, ich hatte uns keiner überboten. Ah. 6 Stück noch. Ja, das können wir doch einfach mitnehmen. Ärgert die sich wenigstens, das ist gut. Ah, 700, das ist natürlich erbärmlich. Hätten wir ein bisschen Handelsrouten zwischen unseren eigenen Städten machen sollen, denn bis die Arbeiter da runter sind, das dauert ja Jahre. Das dauert echt sehr lange. Ein Glaubensgebäude kaufen, weil wir es können. Ah, Zoo und Leuchtturm und alles. Macht das mal. Auch eine Synagoge, warum nicht? Ein Meetinghaus. Kannst du auch mal Militär bauen. Fliegengewehr. Ja, jetzt haben wir keinen mehr, der uns wirklich was liefert hier. Das heißt, es ist gut, dass wir gleich von der Demokratie weggehen. Das nächste Weltwunder hier unten. 16.000 Tourismus schon, wunderbar. War noch irgendwo Weltwunder? Ich glaube nicht, ne, das war's von hier. Können wir jetzt nach hier oben gehen? Hoffen, dass da nichts steht. Können wir auch hier die Linien machen? Was ist denn da passiert? Ach, ein Sturm! Oh Gott, das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist ja bitter. Wann ist denn da schon wieder was durchgezogen? Ist ja alles kaputt. Ist das dieser Sandsturm gewesen, der hier durchgezogen ist, wahrscheinlich? Ich finde, das sollte man. Klar, hätte ich doch mehr darauf achten müssen, aber das sollte man schon ein bisschen genauer auch darstellen, wann das dann da so ist und so weiter. Wo genau was kaputt gegangen ist und so weiter und so fort. Das ist ja nicht unerheblich. Das sind 10 Tourismus, die wir da verloren haben, einfach so. Aber ich glaube, wir haben jetzt gleich auch gewonnen. Quatsches Zentrum. Shopping Mall. Wo ich meine Farm dahin. Ja, um das jetzt noch zu toppen, können wir jetzt noch erstmal die neue Regierung nehmen. Dabei haben wir jetzt eh schon fast gewonnen, aber können wir die auch noch nehmen. Das gibt uns dann noch mehr Kultur, noch mehr Annehmlichkeiten. Können mehr Geld nehmen hier. Und um das noch mehr zu toppen, können wir jetzt auch noch hier das mit dem jedes Weltwunder gibt uns mehr Tourismus. Und dann ist es jetzt gleich vorbei. Haben wir tatsächlich schon gewonnen, sehr schön. Nochmal Gold geklaut, um das Ganze noch schlimmer zu machen. Ach, das ist ja ein Hügel, da kann ich gar kein Seebad hinsetzen. Sehr schön. Gut aufgepasst. Zwar wird uns jetzt. Oh, hier haben wir noch was zu bauen. Sehr schön. Die Band wird jetzt dann. Oh, ne, wird nicht. K.O. Strike wollte ich gerade sagen. Hinsetzen. Wieder einfach da. Wird nicht so viel Kultur, aber Tourismus meine ich, aber trotzdem. Was sollte es dann jetzt gewesen sein?
Letzte Runde, die können auch einmal versuchen, sich dagegen zu wehren. Müssten aber 7 Tourismus halt mehr kriegen oder Touristen fangen. Und dann haben wir gewonnen. 207. Runde oder 8. Runde. Jetzt leckt es wieder ganz deutlich. Wahrscheinlich wieder, weil der Sieg kommt. Warten wir mal ab. Ja. Ja, Spiel entscheidet sich dazu. So aus. Okay. Wie sieht's aus? Ah, danke. The worth of a culture is not measured by its accomplishments, but in how those accomplishments last and how they are remembered. The beauty that you have inspired our people to create will ensure that our culture stands for all time. Ja, wunderbar. Sehr, sehr schneller Sieg. Wie immer machen wir natürlich nochmal kurz einen Ausklang. Ganz kurz erzählen. Die Runde weitergehen. Das ist das ganze Spiel hier an und so weiter, das ist geklimper. Und jetzt können wir erstmal wegklicken. Ja, was soll man sagen? Also Cressida gefällt mir sehr gut. Alle ihre Fähigkeiten sind einfach genial. Also wirklich, da ist nichts, was schlecht ist. Nichts, was schlecht ist. Absolut nicht. Das ist super. Also man, Diplomatie-Sieg ist ja, habe ich ja schon mal in der Rezension ein bisschen drüber gesprochen, finde ich nicht so gut. Ist ein bisschen schlecht. Weil, also schlecht, ich sag mal, es ist manchmal, also wenn man richtig schwach ist und das dann irgendwie noch schafft, ist das cool. Aber insgesamt, wenn man so wie hier jetzt wirklich ein solides Spiel hat, da braucht man das nicht, da kommt man gar nicht dazu. Weil wir haben, ich habe ja sogar einen Mod drin, der das noch früher macht, im Industriezeitalter schon. Und dann kriegst du 2 Siegpunkte. Dann schaffst du dann vielleicht noch 4 Siegpunkte zu schaffen. Und dann musst du aber erstmal bis zum Atomzeitalter kommen, bis du überhaupt dahin kommst. Dann hast du halt so eine Cressida, die halt super genial ist, weil sie halt alles hier direkt thematisiert. Da seht ihr, wie viel das Kultur bringt, wie viel Tourismus das bringt. Und einfach reinschmeißt und direkt thematisiert alles. Das macht viel mehr her. Da kann man überhaupt nicht dann auf Diplomatie gehen. Trotzdem haben wir natürlich unglaublich viel Gunst auch gewonnen, weil wir jedes Mal ja Großpersönlichkeit nochmal gekriegt haben. Also, wir haben eine, ja, also die hat wirklich so viel Boni. Dann haben wir ja noch mehr Wissenschaftspunkte, Großwissenschaftspunkte gekriegt. Durch unsere Universitäten, wir haben mehr Ingenieurspunkte gekriegt, durch die Fabriken. Und wir haben ja wirklich auch sehr schön hier ein sehr gutes Gebiet gehabt, sehr frei, sehr offen und gleichzeitig trotzdem sehr schöne Hügel hier in der Nähe. Also Berge in der Nähe, das war echt perfekt, ne, für ein richtig gutes Spiel. Und hat dementsprechend auch sehr gut geklappt. Ne, macht, die macht auch wirklich immer Spaß, ich habe es ja schon mal gespielt, das ist, man merkt auch einfach, das spielt sich fast wie, so wie Russland auch, wenn man so von Anfang an durchspielt und merkt, das fluppt einfach. Klar, man muss hier auch sagen, wir hatten wirklich mal richtig schön weit entfernte Gegner. Also wenn ich mal sehe, hier ist unsere Hauptstadt. Indien ist da oben. Also die hätten nicht mal nach hier gehen sollen eigentlich. Aber das ist ja Klassiker, weil die haben halt gesehen, dass ich hier bin. Aber trotzdem, da erst und hier oben erst, das habe ich bisher nie wieder gehabt. Also da muss ich sagen, das hätte ich bei Pangea auch nicht gedacht. Der andere war hier oben irgendwo da. Das, wir hatten da echt eine schöne Start und das braucht Cressida. Wenn die einen schönen Start hat, dann sieht man ja, wie das geht. Und generell schöne Gebiete auch. Sehr viele wichtige Wunder bekommen. Also die meisten eigentlich, die wir brauchten. Ja. Weiß nicht. Sehr angenehmes Spiel. Und wir haben, mein Rekord ist das auch, 208 Runden. Wir haben auch versucht, jetzt wirklich voll darauf zu gehen, dass wir da wirklich möglichst schnell mal gewinnen. 208 Runden finde ich wirklich sehr gut auch. Ja. Und dementsprechend. Macht Spaß. Es wäre für mich noch, ich habe jetzt nur Dido offen, wenn ich irgendwas, also wenn ich sagen würde, Ungarn noch offen. Ungarn ist auch sehr stark. Auf eine ganz andere Weise natürlich, aber Ungarn ist sehr, sehr, sehr stark. Dido ist sehr, sehr schwach, also finde ich, das ist wirklich schwächer. Vielleicht nicht ganz so Tamar schwach, aber schon schwächer. Aber die beiden habe ich nur noch, dann habe ich alles durch. Ja, ansonsten, ich kann nicht viel sagen, aber bei den anderen muss ich mehr sagen. Hier ist einfach, ist rundum eine super Kultur, eine super Zivilisation. Macht immer Spaß für mich, gerade als kultureller Spieler. Noch kurz vielleicht ein Kommentar zu diesen Freilichtmuseen, natürlich auch genial, da hatten wir auch Glück gehabt, dass wir hier Tundra direkt hatten, die noch einigermaßen gut auch ist. Schnee hatten der, boah, die Stadt ist ja auch nicht schlecht geworden jetzt. Wüste eine schöne hatten, also wir hatten wirklich auch alles zu bauen, deswegen kriegen wir direkt 10 Tourismus. Und die kann man ja ab Nationalismus bauen, das heißt, da hat man vielleicht 90 Tourismus.
Wenn ich da 9 Städte habe, kriege ich nochmal 90 dazu. Das ist viel wert. Das bringt einen richtig dicken Effekt dazu. Und 10 Kultur als bearbeitetes Feld ist ja dann auch genial, ne? Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wie immer. Und denkt dran, ruhig mal den Daumen hoch hinzusetzen. Da würde mich freuen. Dann motiviert mich das immer weiterzumachen. Auch Abos dazulassen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen.